Servus Leute, ich bin's wieder, euer Arctus. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video von meiner Seite. Diesmal habe ich was ganz Besonderes für euch, denn es ist meiner Meinung nach ein Schiff, was relativ unterbewertet wird und was auch relativ in der Versenkung verschwunden ist. Wir wollen das jetzt gemeinsam ändern. Und zwar dreht sich heute alles um die Esperia Prowler. Dieses Schiff ist eins von drei Dropships in Star Citizen. Im echten Leben gibt es das übrigens auch, da ist es allerdings ein EMP-Bomber, der von Flugzeugträgern aus starten kann. Das wollte ich euch vorher erstmal zeigen, bevor wir mit dem Video loslegen. So viel erstmal zur Realität, wollen wir mal zurückkommen zu Star Citizen. Die Prowler ist ein Schiff von der Firma Esperia. Diese Firma beschränkt sich hauptsächlich auf Alien-Schiffe und baut sie um, sodass Menschen sie auch benutzen können. Das sind übrigens die, die auch dafür verantwortlich sind, dass diese bösen Banduul-Schiffe für Menschen zugänglich sind. Diese Firma hat sich dieses Schiff nach dem gewonnenen Krieg gegen die Taverin geschnappt und auf unsere Standards gebracht und nebenbei noch etwas modernisiert, aber dazu kommen wir später. Somit repräsentiert dieses Schiff als einziges Schiff in Star Citizen die Verschmelzung zweier Zivilisationen. Da die anderen Alien-Schiffe in diesem Spiel einfach nur technisch auf unseren Stand gebracht wurden, so dass wir diese Schiffe überhaupt steuern können. Bei der Prowler allerdings wurden nicht nur die Armaturen und die Ergonomie angepasst, die Stealth-Fähigkeit wurde beibehalten bzw. verbessert, der Kampfwert des Schiffes wurde im Allgemeinen noch etwas gesteigert. Nun fragt ihr euch sicherlich, wie die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, warum soll ich denn eine Prowler, einer Vanguard Hoplite oder einer Redeemer eigentlich vorziehen? Darauf gehen wir jetzt gemeinsam etwas mehr ein. Also, wie ich euch eben bereits gesagt habe, wurde die Prowler für den Stealth-Einsatz gebaut, anders als die Hoplite oder die Redeemer zum Beispiel. Es kommt also alles auf euren Spielstil drauf an und auf die jeweilige Situation bzw. Strategie, die ihr ausarbeitet für eure Dropship-Einsätze. Ein weiterer Punkt, den dieses Schiff auf jeden Fall verdient, ist sein alleiniger Stilfaktor. Abgesehen davon könnt ihr für die Größe des Schiffs verhältnismäßig viel Truppen transportieren. Und das überzeugt natürlich gegenüber anderen Schiffen wie zum Beispiel der Redeemer. Was aber der tatsächliche ausschlaggebende Punkt sein könnte, warum ihr euch für dieses Schiff entscheidet, das sind die Gravitationsplatten, denn damit unterscheidet sie sich von allen anderen Dropships bzw. zu den meisten Schiffen in Star Citizen. Denn mit diesen Platten ist es möglich, genau wie mit einer Dragonfly auf einem Planeten herumzufliegen und sie bringt die gleiche Manövrierfähigkeit wie eine Dragonfly mit sich. Der einzige Unterschied wird etwas die Masse sein, aber das wird kaum spürbar sein für euch. Außerdem könnt ihr euch fortbewegen und das ohne eure Triebwerke zu nutzen. Damit werdet ihr geheime, schnelle Operationen an schwer unzugänglichen Orten ausführen können. Natürlich hat jedes andere Schiff auch seine Variablen. Aber das ist wirklich einzigartig und genau dafür ist dieses Schiff gebaut. Während selbstverständlich die Hoplite und die Redeemer für Feuerüberlegenheit gebaut wurden und für Kämpfe von Schiff zu Schiff im Verse, so soll die Prowler im Verhältnis dazu die letzte Lücke, die dort noch fehlt, schließen. Und das ist eben das, was ich eben gemeint habe mit geheimen Operationen und mit der Reaktionsfähigkeit des Schiffs, ohne die Triebwerke zu benutzen. Also, wollen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die Redeemer ist nicht nur ein Dropship, sondern auch ein Gunship, also für Feuerüberlegenheit gedacht und für Kämpfe von Schiff zu Schiff. Die Vanguard Hoplite ist zu einem Dropship umgebauter schwerer Jäger und somit auch mehr fürs Worst gebaut, also zum Andocken an Raumstationen oder an Großkampfschiffen. Und bei der Prowler kommt noch dazu, zu den oben genannten Punkten, dass sie natürlich auch auf Planeten landen kann und dort agieren kann, sich dort viel freier bewegen kann und eine einigermaßen gute Reaktionsfähigkeit mitbringt. Natürlich kann jedes dieser Schiffe auch die Aufgaben der anderen übernehmen. Sie sind aber nicht so spezialisiert wie für das, wofür sie eigentlich gebaut wurden. Auch wenn sie alle den Überbegriff Dropship verdient haben. Und das zu Recht. Irgendwie schießen mir da gerade diese Bilder in den Kopf. So viel jetzt erstmal zur Spezialisierung der Prowler.
Aber ist sie bei ihrer ganzen speziellen Einsatzfähigkeit überhaupt modular? Das ist der nächste Punkt auf meiner Tagesordnung. Und dazu kann ich euch eigentlich nur ein ernüchterndes Jein geben. Denn selbstverständlich kann man wie bei jedem anderen Schiff auch die Hardpoints konfigurieren, die Optionen zum Einstellen der Geräte, Avionik, Triebwerke und so weiter. Aber sie ist und bleibt ein Dropship. Und selbst bei der Reichweite müsst ihr euch etwas einschränken, denn da wird sie vergleichbar sein mit den meisten Jägern, die ihr schon kennt. Das, was ihr allerdings nachrüsten könnt, sind zum Beispiel Betten oder Toiletten. Allerdings würde ich euch davon abraten, denn diese Lagerräume werdet ihr brauchen, um euer Boardingmaterial zu transportieren, wie zum Beispiel Sprengstoff und Waffen etc. Was ein weiterer, zumindest halbwegs guter Vorteil des Schiffes ist, und daran merkt man, dass es dafür konzipiert wurde, auf Planeten zu operieren, ist, dass ihr während des Kampfes auch vom Schiff herunter aus agieren könnt, durch Öffnen der Seitenluken, die ihr vorhin auf dem einen Bildschirm erkannt habt. Bedenkt dabei allerdings, während des Beschusses gehen irgendwann eure Schilde runter und dann kommt die Dekompression und das bedeutet euer Tod als Boardingpersonal an Bord des Schiffes. Nun wollen wir aber davon mal absehen und mal zu dem Kampf im Verse kommen. Denn zudem wird es voraussichtlich erst gar nicht kommen, abgesehen von Raumstationen. Denn ihr habt keine Dockingstationen am Schiff selbst dran. Dies wurde nicht von Esperia vergessen, sondern erst gar nicht eingebaut, denn es passte nicht zum Kampfstil der Taveren. Und CIG selbst hat zugegeben, dass bei der aktuellen Physik im Spiel es nicht möglich sein wird, aus dem EVA während der Bewegung ein anderes Schiff anzugreifen. Daher und nur daher kann ich euch sagen, es wird vermutlich von der UEE im späteren Spiel nur in sehr speziellen Fällen verwendet. Das ist aber kein Grund meinerseits, euch von diesem Schiff abzuraten. Denn selbstverständlich hat dieses Schiff seine Schwächen, aber nur aus einem einzigen Grund. Und das ist der, da es eben nur für einen sehr spezialisierten Aufgabenbereich konzipiert wurde. Allein die Stealth-Fähigkeit des Schiffs und die Gravitationsplatten bieten euch damit so viele Möglichkeiten, diese Schwächen auszumerzen, das können wir uns jetzt vermutlich noch gar nicht vorstellen. Also ich werde dieses Schiff auf jeden Fall im Auge behalten und ich würde euch zum selben raten. Vielleicht braucht wirklich jede einzelne Organisation von euch da draußen zumindest eine Brawler in ihrem Hangar drin. Das war's von mir mit diesem Video. Falls ihr Interesse an mehr habt, lasst mir einen Daumen hoch da. Ansonsten schaut doch mal in unserem Discord vorbei, ich kann euch nur immer wieder dazu aufrufen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch eins zu euch zu sagen. Teil des Schiffes, Teil der Crew, euer Arctus.